Okay. Voller Witz. Meine Damen und Herren, zu eurer Erbauung präsentiere ich Gladiator. Berühmt für Quests wie Obstfarm und Bezwinger von Ex-Held Zwillingsklingen. Dieses hoffnungsvolle Jungtalent ist, wie alle anderen Herausforderer auch, auf den von Messer Jack selbst präsentierten Preis aus. Wo ist er denn? Ich würde Messer Jack gerne mal sehen. In diesem komischen Buch über ihn stand da was mit dem. Mit so einer Maske. Der Wespenschwarm. Oh cool, toll. Wespen. Hat mir wirklich Schaden angedrückt. 3, 2, 1, los! Naja, auf jeden Fall eine Frau. So ein Kampf bringt 100 Gold ein. Die nächste Runde ist 500 Gold wert. Ach, wir machen keine Pause. Er mag neu in der Arena. Aber die erste Runde hat er geschafft. Ach ja. Mal sehen, wie es ihm in der zweiten Runde ergeht. Ein Publikumsliebling wartet. Die grausamen, stinkenden... Oh nein. Drei, ich hatte eben das Thema mit den Hoffs. 2, 1, los! Wir müssen unbedingt treffen. Kein Bock gegen die Viecher Leben zu verlieren. 1, los! Nur weil die da reinlatschen, krieg ich jetzt hier Probleme. Oh. Drei, zwei, eins. Ach, ich hol erstmal die Fernkampf raus. Und jetzt verschauen wir uns mal ein bisschen. Au. Scheiße. Ich lasse es hier.
Na gut, das waren jetzt dreimal Fleisch oder sowas, was ich essen musste. 500 Gold dazu. Geht noch, hab noch Tränke. 600 Gold bisher verdient. Und es waren weitere 1000 in der nächsten Runde. Kann man da richtig Erfahrung machen, wenn man Kampfmultiplikator hat. Nächste Runde, was kommt jetzt? Meine Damen und Herren, die Teamrunden sind dran. Whisper. Zwei Helden, Seite an Seite, die zusammen ums bloße Überleben kämpfen. Ich hab's noch alleine. Und die Aufstellung der Helden wurde eben noch geändert. Es ist die Schwester der Arena-Legende, Donna. Applaus für Whisper. Komm, so toll ist er nun auch nicht. Also, werden die beiden gemeinsam die Belverina besiegen können? Oh, geil, wenigstens habe ich recht gehabt mit der Silberverstärkung. 3, 2, 1, los! Scheiße. Komm schon. Seht ihr? Kommt schon! Mein Geld, meine Erfahrung. 3, 2, 1, los! Oh, ein Weißer. Scheiß Vieh. Mann. Man kann gar nicht alle im Blick halten. Hä? Alter, es buggt. Kann nicht mehr treffen. Oh Gott. Was war das denn? Scheiße, verkehrt. Mann, Whisper, hör auf damit. Ich schmeiß dir mal irgendwelche Granaten. Tut mir auch weh. Seht ihr? Versucht euren Kampfmultiplikator noch höher zu bekommen. Dabei. Was ist das? Jetzt bekannt genug, das Ausdrucks. Tolle Runde! 1000 Gold Belohnung! Und wow. Was ihr habt den. Wohl bekannt, glaube ich, oder? Was war das? Ne, berühmt. Zauberkrieger, geil.
Jetzt? Die beiden haben sich in der letzten Runde toll geschlagen. Applaus, Applaus, Applaus! Die nächste Runde ist der Knüller dieses Jahres. Wer sich jüngst auf den Ridgefield-Friedhof gewagt hat, weiß, was ich meine. Es sind die Untoten. Okay. Hab ich gesehen, so eine Viecher, aber... 3, 2, 1, los! Okay. Au. Oh, die ziehen gut ab. Aber die sind sehr langsam anscheinend. Und halten auch nicht viel aus. Nein, den wollte ich haben. Ach, der kommt nochmal hoch. 3, 2, 1, los! Die sind halt sehr unbeweglich. Ich glaube, los! Da macht sich das bezahlt, dass ich leichte Waffen trage. Komm schon! Mann, ich wollte den killen. Einundzwanziger Multiplikator. 1. Los. Scheiße. Kacke. Yes, recht in 25. Ah, schade. Nehmt das! Ich hab keinen Trank mehr. Ah, schade. Es würde sich so lohnen. Hab ich noch irgendwelches Essen? Was so eine Punkte gibt? Rotes Fleisch, na gut. Nee, nicht wirklich. Ich hoffe, das war 2000 Gold wert. Vermutlich ja. Sie haben 3600 Gold verdient. Aber bleiben Sie noch eine Runde, die Ihnen weitere 3000 bringt? 3000? Oh, der Wettkampf wird heftig. Wir haben schon 3 Helden verloren. Höchste Zeit, die überlebenden Kämpfer noch nervöser zu machen. Es ist die fünfte Runde und hier sind sie. Applaus für die vom Henker Verschonten. Die Räuber der Schwarzhandbande. Ach, kriegen wir auch mal. 3, 2, ich mein 20er noch. Nein, 1, nicht mal. Los! Oh, schlag mich nicht. Jetzt ist mein Multiplikator unter dem Schwein. Scheiße. Das war's. Kommst du her? Drei, zwei, eins, los! Toll.
sogar wieder 5 runter. Oh ne, das ist ein komischer Assassinentyp hier mit dem Schwert, das ich auch habe. Oh, von eurer Gesundheit ist auf niedrigem Stand. Gut gesehen. Ihr Tränke oder Essen? Ah, ich muss schon sagen, nicht stressen. Ey, Whisper, du bist so blöd. Drei, zwei, eins, los! Eure Willensenergie ist auf niedrigem Stand. Passt auf! Scheiß Bogenschütze, Armbeschützen. Weg. Da, bam! Ah, das schluckt so viel Tränke hier. Mann, dass dieser Attentäter an Gefußball anwesend, kotzt mich so an. Ich könnte doch ohne die alleine spielen, ey, der macht sowieso keinen Schaden. Der nimmt maximal mal ein bisschen Fokus von den Viechern runter. Oh, das war's. Dafür gibt es satte 3000 Gold. Sie haben 6600 Gold gemacht. Und als wäre das nicht genug, bringt die nächste Runde 4000. Ja, dann haben wir 10.000. Nehmen wir. Unsere furchtlosen Helden haben mit Westen, Räubern, Hobbs, Balberinen und sogar Unfurken kurzen Prozess. Kämpfern gefährlich werden. Meine Damen und Herren, Runde 6. Die mächtigen Erdtrolle Ingrid und Bertha. Erdtrolle. Ingrid und Bertha. Okay. 3, 2, ich hab einen Heiligenschein gehabt gerade. 1, los! Ah, okay. Ja, man hätte sich geschickter anstellen können. Oh. Okay, das ging jetzt eigentlich. Das sind immer Edelsteinfallen, die Dinger. Finde ich cool. Und 4000 dazu. Eine Rose. Wow, insgesamt 10.600 Gold. Genug für ein kleines Haus. Aber wollen Sie noch weitere 8000? Gibt es hier Scheinwerfer? Ich bin immer nur da, wo ich bin. Ist so ein leuchtender Kreis. Jetzt wird es verdammt hart für unsere Kämpfer. Wir können ihnen den Stress förmlich ansehen. Was kommt? Doch was steht zwischen unseren edlen Helden und dem Sieg? Ist das ein Geröllhaufen? Nein! Nein, es sind die Steintrolle Stannard und Groin! Stannard und Groin. Drei, zwei, die werden dann bestimmt wieder hier hinten spawnen. Eins, los!
Natürlich. Komm her. Scheiße. Das war der andere oder was? Ja, stopp. Geschluckt. Aber ganz lustig. Wow! Vor allem, weil Wissbock die Kasse bekommen hat. 8000 Gold. 18.600 kassiert. Und es bleibt nur noch eine Runde. Lohnt es sich für weitere 10.000 zu sterben? 18.000? Was? 28.000? Okay. Meine Damen und Herren. Oh, es wird dunkel. Heute habt ihr die besten Arena-Kämpfer Albions gesehen. Spendet unseren erfolgreichen Helden Beifall. Doch nun kommt Runde 8. Der letzte Kampf. Okay. Ich präsentiere Arachanos. Klingt nach einer Spinne. 3, 2, oder sowas. 1, Heiligenschein. Los! Ich hab Angst. Wow. Ha. Was macht der? Ich will weg. Hans. Der sogenannte Arachanos. Warte mal. Jetzt habe ich Pfeil und Bogen. Whisper. Scheiß Granate, ey. Ist das Ding deaktiviert? Ja. Geil, kann ich rauflocken. Ah, da ist einer. Boah. Ich
Ja, schlag mal Whisper. Stirbt er nicht mal. Nice. Oh Mann. Das war ein Riesenvieh. Und gut animiert. Aber, ey, die Dinger sind ja an. Die Bank der Arena ist gesprengt. Rosen. Das sind weitere 10.000 Gold. Noch mehr Rosen? Zusammen unfassbare 28.600 Gold. Wir haben zwei Sieger! Unglaublich! Was wird nun geschehen? Das ist ein Applaus. Zwei Sieger und nur ein Preis! Lol, ich darf sie töten. Ja, wie ihr wisst, haben wir heute einen speziellen Gast hier. Es ist der einzig wahre, der Held der Helden! Ich denke, die haben alle Angst vor ihm. Ich bin wieder da. Nach einer Ewigkeit der Abwesenheit ist Messer Jack wieder da. Die Arena ist das einzig Große in Albion und ihr seid der einzig Würdige darin. Es ist eine Ehre, wieder vor euch zu stehen. Ich habe aus gegebenen Anlass einen Vorschlag. Eine letzte Runde. Ein Kampf bis zum Tod zwischen den beiden siegreichen Helden. Der Sieger bekommt einen Sonderpreis. Der Verlierer hat die Ehre, vor euren Augen zu sterben. Was glauben die, was sie tun? Das können sie doch nicht. Ich liefere einen guten Kampf, aber ich töte euch nicht. Das kann ich nicht. Wir wollten eine tolle Vorstellung geben. Und genau das machen wir auch. Okay. Auf geht's. Ich bin ein gnädiger Held. Sag mal. Oh, Scheiße. Bam! Das kann sie blocken. Okay. Kein Attentäter angreift. Scheiße. Wir haben den Sieger des Heiligen Namens. Er muss ihm nur noch den Gnadenstoß geben, dann gehört der Bonuspreis ihm. Ja, ich bin ein gnädiger Held, ich gehe raus. Aber wird er es tun? Wird er Whisper töten oder auf seinen Sieg verzichten? Nicht, Tölpel. Wir waren uns einig. Geh einfach raus. Ja, ist ja gut. Wir waren uns einig. Beenden wir jetzt den Kampf. Wird hier noch irgendwas rum, was ich haben will? Ja. So, jetzt habe ich Geld. Jetzt will ich hier alles kaufen. Aber bestimmt. Teuerste Lady, das war reines Glück. Stimmt, er ist kann ich nur nicht ein... ändern. Ah, da seid ihr ja. Der Held, von dem alle sprechen. Ich bin beeindruckt. Und das kommt nicht oft vor. Ach, wo sind meine Manieren? Ich bin Lady Grey, Bürgermeisterin von Bowerstone. Ihr scheint mir ein würdiger Mann zu sein. Besucht mich mal in meiner Villa in North Bowerstone. My Lady, würdet ihr doch nur... Donna, ich habe die Einwände satt. Ich bin eure Eifersucht leid. Euer Ruhm ist schon lang verblasst. Ihr solltet das endlich akzeptieren. Aha. Wie ich sagte, Held, ich hoffe, ihr nehmt die Einladung an. Wir haben viel zu besprechen. Was eine kleine Hure. Es ist nicht vorbei. Frisches Blut fließt wie jedes andere. Eures wird schon bald fließen.
war unglaublich. Sowas habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Ich führe euch durch die Heldenhalle zurück. Ihr verdient es ebenfalls, dort zu stehen. Ihr erinnert mich irgendwie an jemanden, der hier vor vielen Jahren gekämpft hat. Ich habe ein Gedächtnis wie ein Sieb. Wer war das doch gleich? Scharlachrobe. Genau. Schon von ihr gehört? Wahrscheinlich nicht. Das war weit vor eurer Zeit. Da rechts seht ihr ihre Statue. Sie war die erste Heldin, die jemals Arena-Champion wurde. Sie war eine edle Heldin, genauso weichherzig wie ihr. Ihr Engagement hatte jedoch seinen Preis. Nach ihrem letzten Kampf war sie nicht mehr dieselbe. Sie lebt jetzt in Abgeschiedenheit, am Boden zerstört, weil sie einst ihre Familie nicht retten konnte. Trotzdem seid ihr hier. Ich wusste, dass ihr Sohn eines Tages kommen würde. Es liegt euch im Blut. Und eurer Schwester auch. Ihr solltet sie zu mir bringen. Ich brenne darauf, euch beide mit eurer Mutter zu vereinen. Denkt doch nur, wie glücklich es sie machen würde. Das war das wahre Gesicht seiner Mutter. Scharlachrobe, Töterin der Belverine. Einst war sie eine der grimmigsten Heldinnen Elviens. Doch ihr großartigster Kampf war auch ihr letzter. Von einem Dutzend Belverine in einen Hinterhalt gelockt, tötete Scharlachrobe alle, um am Ende schwerst verwundet niederzusinken. Sie wäre dort gestorben, hätte nicht der freundliche, einfache Waldhüter Brom sie gefunden und gesund gepflegt. Sie heirateten und bekamen zwei Kinder, einen Jungen und ein Mädchen. Scharlachrobes Tage des Tötens lagen für immer hinter ihr. Wie ihr euch auch entscheidet, ihr habt das Champions-Siegel gewonnen. Weit und breit wird man euch als den Sieger der Arena erkennen und es wird euch Einlass nach Nordbowerstone verschaffen. Verliert es nicht, es ist ziemlich wertvoll. Der Typ ist komisch. Champions-Siegel, Skorpionsstachel, 36.000 Gold, 35.000 Erfahrung. Ach ja. Hey, ihr da! Theresa möchte sich im Haus der Familie Grey mit euch treffen. Aha, toll. Wo ist das? Wow! Ja, er hat sich ganz gut geschlagen. Er hat es Whispers auch richtig gezeigt. Ja. Ihr wart ganz gut. Ich sag immer, aus Oakvale kommen die besten Kämpfer. Super! Ihr habt mir ein Vermögen gebracht, mein Freund. Hier, bitte nehmt das. Lol. Ich gern. Wow, ihr wart super. Gibt die anderen mir auch was? Ja! Ihr seid immer noch der Größte. Okay. Ich zieh mir das Ding an. Seid jetzt gut genug, um in der Arena zu kämpfen. Bist du Vogel, ich komme gerade aus der Arena. Oh Mann. Berühmter Zauberkrieger genannt Gladiator, 45 immer noch. Ja, trotz der Rüstung 88. Skorpionkönige, 1. Kleiner Skorpione, doch, 14. Na gut, ich würde sagen. Wir gehen an die Höllengilde, geben noch ein bisschen Erfahrung aus. Dum-dum-dum-dum. Bam! Ach Mist, nochmal, warte mal, von hier, gerade. Bam! Oh, ich will endlich dieses Schwert haben. Verarsch mich hier. 86.000! 86.000. Wollt ihr mich verarschen? Kann ich jetzt überhaupt noch was? Doch, ich kann auch was skillen. Brauche ich alles nicht.
Achso, der kostet hier 20.000. Ich glaube, ich gelebe Mehrverfall. Für so eine Fälle, dass man den braucht, wie eben bei Arachanox. Wie viel kostet die nächste Stufe? 10.000. Alter, wo soll ich denn die Erfahrung hernehmen? Zauberkraft nehmen wir noch einmal. Kann ich den auch mal skillen? Nee. Nochmal ein bisschen was auf dem Bogen. Dann sind wir ein bisschen flexibler. Oh, kein Bock. Eure Schwester wartet beim Haus. Ach so. Ja. Fünf sollten wir nach Oakville. Und ach so, kann man Quest eigentlich revidieren? Gleich mal gucken, ich will eigentlich den Händler-Massaker. Kann ich den nicht ablegen? Ach, scheiße. Aber wenn ich dann... Warte mal, was ist denn die Karte gewesen? K? Nee. F7, F8, F9, F10. F9 ist doch... okay, da muss man vom Grabhügelfeld hin. Anscheinend, ja. Das Problem ist, wenn ich ins Grabhügelfeld gehe, dann aktiviert sich der Quest mit den Händlermassakern. Achso, Überraschung. Alle Läden haben zu. Oh, wir hatten offen. Ich glaube, wir können euch ein besonderes Angebot unterbreiten, Sir. Verkaufst du Plattenpanzer? Ja, aber nur in Grau. Also nur in... Er versteht mich. Den habe ich, Eiche. Der macht 90. Der macht 130. Kaufen. Kann man den eigentlich auch... Was für ein Triumph in der Arena. Bogen konnte man doch aufrüsten. Zweimal. Das heißt, ich brauche wieder mal ein bisschen Verstärkung. Oh, ich habe 34.000 Gold. 34.000, Alter. So geil. Es ist mir eine Freude, euch zu diensten sein zu können. Drei Wiederbelebungsfiolen, damit wir wieder 9 haben. Wie sieht's denn hier aus? 15 Tränke. Ich kaufe mal 10. So, Nahrung. Naja, kauf ein bisschen Tofu und Fleisch ein, würde ich sagen. Als Heilung. Angelrouten, Freundschaft. Ach, Bücher braucht keiner. Ich weiß gar nicht, was Bücher bringen. So, wir haben doch auch wieder. Na, die Rosen können wir ja mal so verkaufen, dass wir noch eine haben. Rubine verkaufen wir auch beide und den hier verkaufen wir auch. So. Spaten, du Spaten. Kein Wunder, dass man euch für die Arena nominiert hat. Ihr seid unübertrefflich. Meint ihr, wir könnten uns wiedersehen? Ja. Ihr seid perfekt für mich. Sieht gut. Hab ich nicht irgendwo... Halbsinn von hier Erfolg warten. Blutrunstiges Gebrüll. Aha. Kronjuwelengriff. Leck mich am Arsch, Entschuldigung, Stecktanz. Danke, das wollte ich holen. Aha, sichtbare Brustbehaarung. Ja. Hübsche Hosen. Danke. Kann ich etwas für euch tun? Hübsche Hosen. Yeah. Einen schönen Tag. Hübsche Hosen. Hallo, geliebtes Herz. Der Hut gefällt mir. Lol, die hat sie jetzt mal. Die stehen euch. Ich mag die Stiefel. Alter. Und mein Schwert? Gefällt dir das auch? Da hinten hat sie jetzt mal prompt in mich verliebt. Hurra!
Lol. Ich bin so glücklich. Okay. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal kurz. Ach, wir bleiben hier stehen. Ja, ich mache ich erstmal. Das war jetzt ein paar Stunden durch. Macht kurz Feierabend. Das heißt, ich spreche einfach mal. Und dann geht es in der Geschichte weiter. Also wir haben jetzt ziemlich viel geschafft. Wir haben die Arena geschafft. Und jetzt mal gucken, was Theresa von uns will. Und dann weiß gar nicht, wie lange das Spiel noch geht. Also,